Wir wissen, dass Gott dreieinig ist. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Aber weißt du, dass wir als Ebenbild Gottes im Grunde genommen auch in einer gewissen Art und Weise dreieinig sind? Die Bibel berichtet, dass wir einen Körper haben, eine Seele haben und einen Geist haben. Körper, Seele, Geist. Drei Teile. Das finden wir beispielsweise in 1. Thessalonicher 5. Da heißt es, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Dreiteilig. Weißt du, es gibt eine etwas ungewöhnliche Aussage, die für manche Menschen herausfordernd ist, aber die trotzdem die Wahrheit ist, die lautet, ich bin ein Geist, habe eine Seele und lebe in einem Körper. Ich bin ein Geist, habe eine Seele und lebe in einem Körper. Das ist eigentlich das, was das Neue Testament über dich sagt. Wenn das ungewöhnlich für dich klingt, beschäftige dich einfach mal mit insbesondere den Aussagen von Paulus über unsere Identität in Christus und du wirst sehen, das ist die Wahrheit. Die Bibel berichtet, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. So lesen wir beispielsweise im 1. Korintherbrief, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Oder einige Kapitel später, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Wenn die Bibel davon spricht, wir, unser Leib, ist ein Tempel Gottes, dann steckt da mehr drin als nur so eine Umschreibung oder Formulierung. Wenn wir uns nämlich damit beschäftigen, wie ist denn der Tempel aufgebaut, dann stellen wir fest, dass das genau diesem Bild entspricht. Schau, der Tempel, und ich spreche jetzt nicht von den Vorhöfen, den umgebenden Gebäuden und so weiter, die für was anderes stehen, sondern für das eigentliche Objekt des Tempels, das Bauwerk des Tempels, das ist der Bau. Und in dem Bau sind im Grunde genommen nur zwei Räume. Der vordere Raum ist das Heiligste, und dann kommt ein Vorhang, und dahinter ist das Allerheiligste. Und genau das ist die Sache. Das Gebäude steht für den Körper, ist ein Bild für unseren Körper, für das, was nach außen ist, was nach außen sichtbar ist. Innen drin ist ein erster größerer Raum. Der steht für die Seele, das Heiligste. Da kann man die Tür aufmachen, da ist noch eine gewisse Interaktion. Da ist möglich, dass man raus und reingehen kann. In diesem Heiligsten gibt es drei Objekte. Das ist die Menora, der siebenarmige Leuchter. Das ist der Schaubrottisch und das ist der Räucheraltar. Drei Objekte. Diese drei Objekte stehen für das, was in vielen christlichen Kreisen für die Seele bekannt ist. Die Seele besteht aus drei Teilen, nämlich dem Wollen, dem Denken und dem Fühlen. Wollen, Denken, Fühlen. Das ist das, was unsere Seele betrifft. Die Seele. Das wird dadurch repräsentiert. Und dann gibt es den hinteren Bereich, der verborgen ist, wo man nicht einfach so hineinkommen kann, den man auch nicht so einfach von außen sieht. Das ist unser Geist. Der Geist. Das ist der Geist, der in Ewigkeit leben wird. Das ist der Geist, der in Ewigkeit Bestand haben wird. Und dieser Geist ist dahinter. Und wenn wir neu geboren sind, wenn wir Kinder Gottes sind, dann wird in diesem Geist die Gegenwart Gottes sozusagen hineinkommen. Im Übertragenen, die Bundeslade wird dort eingestellt. Und in der Bundeslade ist die Gegenwart Gottes. Die symbolisiert die Gegenwart Gottes. Da ist der Thron der Gnade und dort ist die Gegenwart Gottes. Das drückt das aus, wenn Paulus schreibt, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Tempel Gottes. Das betrifft dich. Das betrifft deine Dreieinigkeit als Mensch mit Körper, Seele und Geist. Es ist ein Bild, was dir vielleicht hilft, darüber zu verstehen, wie es mit Dreieinigkeit zusammenhängt, weil der Geist ist nicht die Seele, die Seele ist nicht der Körper, genauso wie es mit Gott ist. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist. Und dennoch gehören sie untrennbar zusammen, wie auch wir
mit Geist, Seele und Körper untrennbar zusammengehören. Und das Ganze im Bild von diesem Tempel. Ich hoffe, dass das für dich ein bisschen hilfreich ist. Und wenn du dich damit beschäftigst, wie war der Tempel aufgebaut? Was hat das für eine Bedeutung? Was steckt da wirklich drin? Dann wirst du sehen, dass der Herr dir da einen ganz interessanten Zugang gibt, ein Verständnis darüber zu bekommen, wie du als Christ leben kannst und leben sollst und deine Identität. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.